So, Freunde, nach dem kleinen Cut bin ich wieder hier und ich muss hier irgendwie hier raus aus dieser aus diesem Hotel. Und da muss ich mich hier irgendwo einhacken. Und jetzt versuche ich das hier überall. Da rein vielleicht. Prima. Da ist noch sowas Markiertes. Stadionnetzwerk. Okay. Stromausfall. Eben in einem Hotel, jetzt in einem Stadion. Alles klar. Stromausfall. Hey! Coole Sache. Somit sorge ich jetzt für Verwirrung. Der Stromausfall hat ein paar Flutlichter zerstört. Muss ich mich jetzt hier verstecken? Ein bisschen Deckung gehen. Schauen, wo die Burschen sind. Deckung. Gucken, oh, da kommt einer, da kommt einer. Die sehen mich. Schön verstecken. So. Jetzt geht bitte wieder zurück. Nee, du kommst. Au, Kacke. Was wir eben geübt haben. Deckung. Oh, schnell, 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 schnell. Hoffen. Jawohl, es hat funktioniert. Prima. So, draußen. In Sicherheit. Gott sei Dank. Wo bist du, Jordi? Hab ne Bullenallergie. Maurice auch. Keine Sorge, habt ihr was dagelassen. Ein Freund von einem Freund hielt mit gebrauchten Autos. In der Garage da drüben steht ein echter Klassiker. Nimm's oder lass es, mir egal. Ich muss. Na gut, okay. Also raus hier irgendwo. Hier steht auch ein Auto. Für mich, wo geht's raus? Die Tür, die war eben zu. Jetzt ist er auf. Also musste ich erst dann. Ich kann nicht schneller, ich kann nicht schneller, das geht nicht. Okay, dann läuft er mit Absicht so langsam, damit er keinen Verdacht auf sich lenkt. Hier ist der Checkpoint und jetzt geht es wieder. Polizei verfolgt mich schnell. Wohin? Da hinten irgendwo ist mein... auf Fahrzeug, da muss ich hin. Ich hoffe, dass da mein Fahrzeug ist. Hier irgendwo. Da. Bist du mein Auto? Jawohl, ich darf einsteigen. Okay. Beschleunigen, bremsen. Kann ja wohl so schwer nicht sein, oder? Okay. Oh, 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 die ersten Fahrversuche hier. Das ist gar nicht gut. Ja. Verlassen Sie das Suchgebiet der Polizei. Ich muss erstmal zusehen, dass ich überhaupt ein bisschen fahren kann hier. Oben, unten, oben gucken überall die kleine Minimap. Da kann ich mich ein bisschen drauf konzentrieren hier. Das ist gut. Sackgasse. Prima. Blick nach hinten. Retour. Sehr schön. Jawohl. Schild umgenietet. Oh Kacke, Polizei weg. Und raus. Aus dem Kreis. Das habe ich echt gebraucht. Und jetzt soll ich mein Versteck erreichen, steht da oben. Muss ihn zum Reden bringen. Aber wie? Ich habe ihn hart angepackt. Folter bringt mich bei Maurice nicht weiter. Also muss ich in seinen Kopf. Seine Schuldgefühle fressen ihn auf. Ich gebe ihm ein paar Tage. Dann wird er sich schon rühren. K.
Karten und GPS. Okay, um die Karte zu öffnen, um GPS-Markierung zu setzen. Prima. Machen wir das doch gleich mal. Da bin ich. Das ist der Turm, der schaltet interessante Orte frei. Das klingt doch schon mal ganz vielversprechend. Oh, da. Schauen wir uns doch mal diesen Turm an. Was schlängle ich mich jetzt hier durch? Und hier muss der Parkplatz sein oder sowas. Was? Egal. Dann laufe ich dahin. Aber rüber jumpen. Aber da oben ist ein schönes Auto. So. Querfeld ein. Geht nicht. Also hier unten ist aber ein Weg. Ach, jetzt komme ich hier nicht lang. Muss ich so lang laufen? Okay. Laufe ich jetzt den Weg hier entlang. Nur einfach mal schauen, was das ist hier. Dieser Ort, der alles freischaltet. Schwachstelle erkannt, okay. Kann ich aber nichts machen. Ich drücke, da geht nichts. Mal folgen, wohin das hier geht. Nicht, okay. Ja, dann halt eben nicht. Dann erreiche ich jetzt mein Versteck. Dann mache ich erst dieses. Vielleicht ist ja das... Die Tür ging ja eben gerade auch nicht auf, bis ich dann nicht diesen Anruf getätigt hatte oder sowas. Oder beim Anruf. Keine Ahnung, wie das eben war. Muss ich also jetzt eins nach dem anderen machen. So, ich bin da. Rauszoomen. Da ist nochmal so ein, auch so ein Turm in der Nähe von meinem Zuhause. Was ist das? Ein Pfandhaus. Okay. Ein Pfandleier. Cool. Hochbahnstation, also eine U-Bahn, Hochbahn, U-Bahn, keine Ahnung, eine Bahn. Geschäft, ein Waffenladen. Sehr schön. Und hier kann ich Medizin holen in der Apotheke. Alles klar. Coffeeshop und Bar. Da kann ich mich besaufen gehen. So, und da ist das Missionsziel und das gilt es jetzt zu erreichen. GPS ist eingeschaltet. Muss drehen. Treppen hochfahren. Oh, da springt das Auto. Die Straße färbt sich blau. Wieso bleibt das Auto stehen, mitten auf der Straße? Auch hier stehen die Autos, oder was? Guckt euch das mal an. Ampel manipulieren. Habe ich eben gerade gemacht da hinten. Muss man auch nicht immer und überall machen. Jetzt nochmal. Also kriege ich immer grün. Das ist sehr schön. Dann kann ich was sprengen. Was soll ich denn hier sprengen? Ich muss ihn sprengen. So, mein Zuhause, mein Versteck. Okay.
Jetzt heißt es Versteck suchen. Hier ist nochmal ein Automat. Prima. Vielleicht hier hoch. Hier ist nochmal eine Leiter. Eine Treppe. Was ist da? Kabelanschluss? Na klar, ich will Fernsehen. So. Habe ich das jetzt nur Schwachstelle? Hier bist du da hinten. Perle, ne? Schauen wir doch mal. Eine freiwillige Helferin in Suppenküche, okay. Eine Samariterin. Aua! Okay, auch noch einer, der etwas Gutes tut. Also eins höher war ich zu hoch. Muss ich mal hier schauen. Ah, hier. Hier bin ich zu Hause. Sehr schön. Sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Warum sitzt du hier? Er kommt doch, oder? Nicht wie letztes Mal. Ich habe ihn eingeladen, Schatz. Ist aber lang her. Bist du sicher, dass die Nummer richtig war? Jax, dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders. Aber er liebt uns, glaub mir. Okay. Ruhe da. Selber Ruhe. So, Missionsziel erreicht, das Versteck. Ich vermute, unsere Hinweise auf Maurice waren korrekt. Wir haben uns Zutritt zur CTOS Backdoor verschafft, während du die Cops abgelenkt hast. Da wir beide etwas davon haben, teilen wir ihn mit dir. Diese Backdoor gibt dir ein wenig Zugriff auf das CTOS-Netzwerk. An etwas Größerem arbeite ich noch. Gib mir Zeit. Skillpunkte erhalten. Okay. Was ist das? Da kann ich etwas hacken. Tor und Garage. Okay. Ach, cool. Kampf. Was kann ich da machen? Fokus. Kein Rückstoß brauche ich jetzt nicht. So viel kämpfe ich jetzt doch gar nicht. Später vielleicht mal. So Fähigkeiten. Splittergranate brauche ich jetzt, glaube ich, auch noch nicht, oder? Wer weiß, was jetzt später noch kommt. Telefongespräche unterbrechen. Sehr beliebt. Okay. Jetzt noch nicht. Erstmal angucken, was hier alles ist. Autos öffnen. Ja, das ist doch immer gut. Egal, wo du bist, Autos öffnen, das hört sich doch gut an. Defensiver Fahrer. Mäh. Und hacken wieder. Eine Leitung über Takten und Explosionen. So, Freunde, egal wie, was, wo, warum, weshalb, für heute ist jetzt Schluss, die Mission ist beendet. Aiden ist zu Hause. Gehen Sie schlafen, steht da oben. Ich soll mich ausruhen und das mache ich jetzt auch. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn es heißt Watch Dogs. Und bis dahin sage ich Ciao.